Ja, hallo, da bin ich schon zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Danke für diese schöne. So, Leute, ich muss eins zugeben, also im Hintergrund hier, das so sieht's ungefähr aus momentan im Dschungelcamp. Juhu, mir geht es jeden Tag besser und besser und besser. Und kennt ihr diese Morning-Routine von dem einen Typen da? Alter, da wird ja echt. Also der hat doch irgendwie was an der Waffel, oder? Das seid mir nicht böse, aber und die anderen machen auch noch mit. Also die Hälfte von dem Camp macht da mit. Ich denke, what the fuck? Was ist hier los? Gibt's da irgendwelche Kröten oder was da im Dschungel, an denen der ständig rumleckt oder so? Das kann doch nicht wahr sein. Hat er Halluzinationen? Meine Güte. Also für die Kinder oder für die jungen Leute unter euch, so der sofort, der guckt ja auch kein Fernsehen mehr, der guckt ja auch nur noch YouTube. Ja, ist alles nur YouTube, YouTuber hier, YouTuber da. Also Dschungelcamp ist ungefähr so das YouTube für die etwas älteren von euch, ja. Die nicht YouTube gucken. Ja, also für die, die nicht so Prank Brothers und keine Ahnung, was weiß ich was, sondern das ist so. Völliger Blödsinn im Urwald. Ja, und nicht von den Ureinwohnern, nee, sondern von normalerweise, sag ich mal, einigermaßen, ich sag jetzt besser nichts mehr. Also, ja, was haltet ihr denn von dem Typen? Also, der hat doch, also, sorry, aber. Ja, ich frage lieber nicht, ist ja wie gesagt, also egal. So, also, ja, dann haben wir jetzt hier, also es kann manchmal sein, dass ich mal so einen kurzen Ausraster heute bekomme, weil ich bin heute so ein bisschen auch, so, ich habe auch so ein bisschen heute was an der Waffel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Dschungelcamp hat mein Hirn total gecrushed. Total gecrashed. I'm totally brainwashed now. So, also, jetzt gehen wir aber mal zu den News von heute von Fortnite. Konzentrieren wir uns mal auf das Wesentliche. Und eine interessante Neuigkeit, die jetzt bald kommen wird, das ist hier ein. Ihr kennt doch die Geschichte mit dem Gleiter. Wisst ihr, so, da fliegst du runter und hast du Gleiter und so. Und dann haben sie mal das Redeployment wieder drin und dann haben sie es wieder draußen und dann haben sie es wieder drin, dann haben sie es wieder draußen, wieder drin, wieder draußen und so weiter. Ja. Und jetzt wollen sie es so machen, dass sie. Ein Glider-Redeployment-Item reinmachen, so ungefähr wie die Luftballons, ja. Also dass du in Truhen und so weiter beim Loot, dass du so ein Glider-Redeployment-Teil finden kannst und dann kannst du mehrfach den Gleiter wieder aufmachen. Wenn du natürlich jetzt hier ein Launchpad oder so benutzt, dann hast du den normalen Gleiter, dann geht es nicht davon weg. Ich befürchte, dass es wieder Situationen geben wird, wo man aber schon wieder nicht durchblickt und dann wieder Chaos entsteht. Aber gut. Ich sag's mal so, es kann unter Umständen ja schon ganz interessant sein. So, das ist das eine. Jetzt gibt's was anderes. Danke für diese schöne Story. Danke, dass ich sie zeigen darf. Ich weiß gar nicht, ob ich sie zeigen darf. Ne, da ist auch noch irgendwie was. So, das ist nämlich hier die nächste Geschichte. Das ist hier Orange Shirt Kids Mother Sues Epic Games over Fortnite Orange Justice Emote. Also bedeutet, das Orange Shirt Kids Mother Sues, also das diese die gab es wohl ein Kind. In Amerika war das und das war bekannt geworden als das Orange Shirt Kid. Der ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und der hat irgendwie an so einem Contest teilgenommen und hat wohl ziemlich geil getanzt. Irgendwie, es war so ein Tanzcontest wohl, so wie ich es verstanden habe. Und ja, weil er das wohl nicht gewonnen hat, dann gab es wohl viele, die gesagt haben, ey, komm, gib dem Jungen doch mal hier jetzt da, mach doch mal hier diesen Fortnite. Er hat sich's wohl auch selber gewünscht, ja, wohlgemerkt, er hat sich's wohl auch selber gewünscht. Gib dem Jungen doch den Emote da rein in das Fortnite-Spiel. Okay? Also so ungefähr war so diese Basis-Story. Also hier steht's wohl. Also, Mother of Internet Sensation is suing company.
In Season 4 ist er gekommen. After a campaign led by fans demanded that Epic Games do so as justice for the kid not winning the Boogie Down Contest. Also es gab einen Boogie Down Contest und der Junge hat es nicht gewonnen. Und seine Fangemeinde hat sich dafür eingesetzt, dass dass dieser Emote, also wohl sein Tanz, den er da gemacht hat, dass der als Emote in das Spiel reinkommt. Ja? So, und jetzt wird Epic Games eben von seiner Mutter angezeigt, von der Mutter, weil die sagt, ach der, geht gar nicht. Jetzt geht nicht. Ich meine, mein Sohn ist vorher schon berühmt geworden, der war vorher schon berühmt, der ist nicht durch euch berühmt geworden, so. Und dann sagt die eben auch, dass er wohl ziemlich provoziert wurde übers Internet, ja, für diesen Tanz da, keine Ahnung. Und dass er aufgrund dieser Sache eben auch sich aus den ganzen sozialen Medien zurückgezogen hat, ja, und ja, und da gibt sie halt die Schuld jetzt Epic Games und deswegen, ja, verklagt sie jetzt Epic Games, und das ist wohl eine der verrücktesten Anklagen, die es für das ganze Spiel, die es so in überhaupt jemals wahrscheinlich in der Geschichte gegeben hat. Irgendwie, was weiß ich. Also, Orange Shirt Kid versus Epic Games. So, da unten gibt es auch hier den Lawsuit. Kann man da, ich scroll mal ganz kurz rüber, für diejenigen, die ganz schnell lesen können, für die Speedreader. Ihr könnt euch ja immer auf Pause drücken und dann könnt ihr euch das dann durchlesen. Hier kommt so alles, so weißt du ganz viel. Das sind ungefähr 29 Seiten. Ich wünsche viel Spaß beim Durchklicken und Stoppen und Pause drücken und so. In einer Minute habe ich es hoffentlich dann auch durch. Ich weiß nicht. Also ich scroll einfach weiter. Ja, so sieht das halt aus, wenn eine verrückt gewordene Mutter halt Epic Games anklagt, ja. So. Und damit muss ich halt jetzt ein Gericht beschäftigen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil der Junge hat seinen Emote ins Spiel bekommen. Würde ich auch. Also wenn ein Tanz von er sofort drin wäre, ich meine, ich sehe mehr Tänze, das könnte von ihm sein. So, jetzt sind wir durch. Ich muss auch Epic Games verklagen. Vielleicht kriege ich dann noch ein bisschen was raus. Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Ja, danke für diese tolle Story. Danke für diesen schönen Tag. So, also Leute, jetzt geht's aber los. Jetzt schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein. Da ist er. So, und dann haben wir als allererstes. Das ist nicht der richtige. Das ist der Raptor und den will ich gar nicht anzeigen. Den will ich nicht. Hier, das ist der Shop. Da haben wir jetzt hier. Zurück. Oh, diese Picke ist schon cool irgendwo, ja. Sound. Sound an. Natürlich geht wieder nichts. Wieso sollte es auch gehen? Scheiße. Geht's? Ich jetzt wieder raus mache, dann geht wieder Mikrofon nicht. Wir haben hier immer so tolle technische Störungen. Ist immer ganz toll. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal. Siehst du, jetzt geht es. Jetzt geht aber. Oh, das Mikrofon geht trotzdem noch. Ey, was ein Wunder. So hört sich die Picke an. Ich finde den Spellslinger, muss ich sagen, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja? Also der Spellslinger, der ist schon ganz, ganz cool, muss ich sagen. Und wir gucken mal, ich gebe dem Spellslinger 9 von 10. Ich finde den ganz cool. Und was hat er denn für Noten? 3,73 von 5 bei 11 Votes. So, und dann gehen wir weiter zum Magic Wings. Und das sieht natürlich auch ganz cool aus irgendwo. Ist halt so mehr für die Mädchen, ne? So mit so viel Bling Bling und Sternchen und Funkel und Glitter und so. Gebe ich dem Magic Wings, gebe ich mal. Was gebe ich denn dem? Lass mich mal überlegen, ey. Was soll ich denn dem Magic Wings geben? Aber irgendwie ist er schon irgendwo. Also, ich meine, ich würde ihn jetzt nicht anziehen, Herr Gleich, mit Magic Wings. Ich glaube, das sieht ziemlich bescheuert aus, ja, aber. Es ist schon cool irgendwo. Also, ich gebe dem Magic Wings auf jeden Fall 8 von 10. Ja. So, und schauen wir mal, was hat Magic Wings? Magic Wings. Wo ist Magic Wings? Wo ist Magic Wings? Da ist Magic Wings. So, und Magic Wings hat 4,13 von 5 bei 16 Votes. So, Magic Wings. So, dann haben wir den Castor.
Ja, so ein bisschen hier Herr der Ringe, Hobbit-mäßig hier. Naja, das Hobbit ist ein bisschen kleine und mit hat größere Füße, die passen in die Schuhe nicht neu. Ich finde ganz okay, ist jetzt nicht der Oberbringer, kriegt von mir 7 von 10. Und dann schauen wir mal da rein. Was ist denn da hier so? Also, gucken wir mal. Castor, da ist er. So, und der Castor hat hier 3,55 von 5 bei 20 Votes. So, okay. Dann haben wir als nächstes noch die Elmira und ja, die sieht auch nicht so schlecht. Also, ja, die sieht schon nicht so gut aus, ne? Also ich finde ihn besser, ne? Also sieht ein bisschen komisch aus hier so. Also so mit der. Guckt doch ein bisschen doof, oder? So. Na, da gebe ich jetzt halt mal 6 von 10, ne? Der Elmira gebe ich jetzt mal 6 von 10. Und was hat die für Noten? 3 von 5 bei 11 Votes. Kommt auch in etwa so. Dann gehen wir mal hier raus und dann sind wir beim Raptor. Und der Raptor hat, boah, ich, ne, ich finde, ja, ich gebe dem 5 von 10. Dem Raptor 5 von 10. Eine coole Fliegerjacke an. So, Raptor. 4,11 von 5 bei 104 Votes. Leco mio tascho. 14. Januar 2018, das erste Mal drin gewesen. Cross. Noch vor einem Jahr. So. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir als nächstes den Slurp. Und diese Picke finde ich ja mal mega geil, ne? Diese Picke so kultig und der Slurp bekommt von mir 10 von 10. Ich finde diese Picke einfach nur Gold. Ist geil. So, was hat ein Slurp? Was ist ein Slurp? Party Animal heißt das Ding. Party Animal. Oh. 4,46 von 5 bei 13 Votes. Okay. So, was haben wir noch? Das war's hier auch schon. Dann sind wir schon beim ersten Emote angelangt. Gucken wir mal, was ist da so am Start. Phone it in. Mega geiler Emote. Kriegt von mir 10 von 10. Phone it in. Echt cool, muss ich echt sagen. Phone it in, da haben wir. Und Phone it in hat 4,94 von 5 bei 17 Votes. Geil. Ja, das Ding ist aber auch echt cool gemacht. Also mega geil. Spektralachs finde ich nicht so toll. Gebe ich 5, 4 von. Ich finde die nicht schön. 4 von 10. Ich finde die Spektralachs überhaupt nicht toll. 4 von 10. Und was hat die bei euch wieder hier so? 4,37 von 5 bei 19 Votes. So, was haben wir jetzt als nächstes? Hör die sich an. Dann haben wir hier diesen Garrison. Ah, sieht aus wie ein Panzergranny halt. Ja, und. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein Panzergrenadier. So, und da hat er hier. Ja, könnt ihr ja mal auch mal hier. Durchschnittliche Lebensdauer von einem Panzergranny im Ernstfall, ne? Zumindest früher. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. So, also dann haben wir hier Garrison. Gebe ich 5 von 10. Wo ist Garrison? Da ist Garrison. Hui.
Da 4, also 4 von 5 bei 13 Modes. Alles klar. Dann haben wir noch den Waypoint. Ah. Sieht eigentlich ganz cool aus. Kriegt von mir 5, 6 von 10. Der Waypoint. Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Und da haben wir hier 4,58 von 5 bei 19 Votes. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ja. So, dann haben wir den Weg. Oh. Ich finde, der sieht. Gut, hier bei dem Pokémon-Vieh sieht der cool aus. Ja. Das passt halt zu einer Katze irgendwo. Da sieht es echt cool aus. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle und das Wiggle, 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 wiggle bekommt von mir 7 von 10. Und schauen wir mal, was hat ein Wiggle, wiggle, wiggle hier? 3,3 von 5 bei 10 Votes. Na, haben wir noch Petunia, sorry, 0 von 10. Ihr kennt meine Meinung zu Standardgleitern und Rosa, Pink und Rosa. Sorry Leute, 3 von 5 bei 4 Votes. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Yeah, man, schreibt was in die Kommentare, dann geht's mir jeden Tag besser und besser und besser. Und dann freue ich mich riesig, riesig, riesig. Ein Like-Magnet, ein Abo-Magnet. Ist der Typ doof. Also dann, ja, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr euch getan haben solltet. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir nehmen wir gleich auch rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.